Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Ich befinde mich hier vor einem Lost Place, das ist eine Eishalle. Ja, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich wünsche euch bei diesem Video viel Spaß und gute Unterhaltung. Euer Sven. Ja, und wie man es von Lost Places kennt, gibt es halt überall Bauzäune. Man sieht es hier. Und auch immer bekannt bei Lost Places, Glasscheiben mit Holzbrettern zugemacht. Auch das kennt man immer wieder. Und wir schauen mal, was hier noch kommt. Und da unten sieht man schon, ist ein Bauzaun offen. Hier sieht man noch mal etwas von der Fassade. Wie gesagt, hier steht ein Bauzaun offen, beziehungsweise der liegt hier einfach so rum. So, schon sind wir da drin. Da ist eine Tür, da gucke ich gleich mal. Hier war wohl irgendwie der Versorgungsbereich. Hier sind auch Gitter dran, also hier ist kein Reinkommen. Aber hier geht es auch noch weiter. Eine ehemalige Eishalle. Schauen, ob da irgendwo irgendwas offen ist. Ja gut, gut aussehen tut es hier auf jeden Fall. Scheint schon viele Jahre geschlossen zu sein. So wie es hier aussieht, da haben die Tür verrammelt, da kommt man also nicht rein. Hier kommt man anscheinend auch nicht allzu weit. Wobei, hier geht es immer noch weiter. Hier sind Türen, das ist aber eher Stromversorgung. Weiß nicht, ob das so spektakulär ist. Na gut, viel zu sehen gibt es da nicht. Ist auch ein bisschen arg dunkel. Aber da drin tut es schon Schläge. Also irgendwo sind da Leute drin. Das ist schon mal, macht mir Angst. Gut, hier liegen diverse Kondome rum. Also anscheinend wird hier öfters mal Sex praktiziert. Hier ist eine Tür. Die ist zu. Und wie schon erwähnt, immer diese bekannten Holzbretter. So, dann laufen wir mal hier hinten rum. Also das mit den ganzen Kondomen und den Verpackungen bereitet mir so ein bisschen Sorge. Nicht, dass hier jetzt gerade welche irgendwie in Aktion sind. Hier geht eine Treppe runter, aber da unten ist auch eine Tür. Und ja, das sieht ein bisschen arg dreckig aus. Da werde ich jetzt nicht runtergehen. Auch hier hinten Fenster halt eben, ja, mit Gittern auch geschlossen. Ist eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt. Auch hier liegen wieder viele Kondome rum. Oh, und naja, noch reiner geht es ja nicht. Also hier ist man dann auch schon direkt drin. Uiui, ui. Sodom und Gomorra. Hier ist ein bisschen arg dunkel. Ja. Oje. Ehemalige Umkleiden oder Duschen. Hab ja schon so ein bisschen Angst hier. Technik wird man wahrscheinlich nicht mehr viel haben. Es ist auch sehr dunkel. Aber auch hier liegen wieder viele Kondomverpackungen und Kondome rum. Na gut, ist ja einladend hier abends. Ja, und hier sind wir jetzt mittendrin im Eisstadion. Interessant. Ha. Also hier wurde mal Schlittschuh gefahren. Könnte man noch umfunktionieren als Rollschuhbahn. Also hier hat man die Tribüne. Ja, und hier halt eben die ehemalige Eisfläche, wo früher Schlittschuh gefahren wurde. Da haben wir noch ein Gebäude. Vermutlich sind da Büros, Umkleiden. Ja, Duschen, Umkleide haben wir ja eben schon ein bisschen gesehen.
da oben in der Mitte, das war wahrscheinlich die Sprecherkabine, wo halt eben kommentiert wurde. Also Eis haben wir hier nicht. Na gut, jetzt haben wir ja eh Sommer, also von daher wird es eh abgetaut. Mal schauen, ob man da irgendwie in das Gebäude reinkommt. Aber es ist sehr dunkel. Da muss man halt wirklich mal schauen, ob man da irgendwie reinkommt. Aber schon interessant und spektakulär. Aber ich finde es halt schade, dass das nicht umfunktioniert wurde zu einer Rollschuhbahn. Das wäre doch schön. Ich meine, die Fläche ist hier wunderbar glatt. Man kann das wunderbar sehen. Wäre ideal für Kinder als Rollschuhbahn. Da oben könnte man vielleicht ein kleines Café reinbauen, wo die Eltern Kaffee trinken oder ein Eis essen, während die Kinder hier unten Rollschuh fahren oder Skateboard. Ja. Schon interessant. Und hier auch ein riesen Dach. Also selbst wenn es regnet, könnte man hier ganz wunderbar Rollschuh fahren. Mal schauen, ob ich jetzt da in dieses Gebäude reinkomme. Aber es ist halt sehr dunkel. Und ich habe Geräusche gehört, also ein bisschen Angst bekommt man da teilweise schon. Ja, also hier steht nun eine Tür offen. Da gehen wir mal rein. Ich habe jetzt auch extra mit Beleuchtung, dass man vielleicht ein bisschen was sieht. Ja, das waren wahrscheinlich auch Umkleidekabinen gewesen. Ja, da oben hängen noch Haken. Hockey steht da auch. Das waren wohl Umkleidekabinen. Schade, dass man das einfach so verwahrlosen lässt. Finde ich ein bisschen schade. Hier wird es noch dunkler. Ach, das könnte jetzt. Ah, hier waren Duschen. Hier waren Duschen gewesen. Und ja, das ist ganz eindeutig klar, was hier zu sehen gibt. Toiletten. Aber das sieht es auch aus. Schaut mal hier. Das ist ja schon. Also. Das ist jetzt erst seit 3 Tagen geschlossen. Das ist schon ein bisschen länger zu. Mal gucken, was es hier noch zu entdecken gibt. WC hatte ich doch eben schon mal. Die waren anscheinend hier nur auf Toilette. So, hier haben wir auch noch eine Rumpelkammer. Das könnten auch Umkleidekabinen gewesen sein. Denn hier auch sind solche Haken. Ah, das ist schon länger zu. Heieiei. Mal schauen. Schneeschipper, Gott, brauchen wir im Mai. Was ist das? Ach du lieber Gott, hier kracht schon der Boden ein. Da geht eine Treppe hoch, da gehen wir auch gleich hoch. Aber erst hier nochmal gucken. Ah, ein Tresor. Noch ein Tresor. Also aber nichts mehr zu wollen. Kleine Tresore. Also viel Geld hatten die hier nicht. Da geht's auch noch runter. Oh, ein Fahrrad. Gut. Damit haben wir jetzt keinen Vertrag. Also ein bisschen beängstigend ist das hier schon. Aber ein schöner Lost Place. Eine Eishalle hatte ich noch nicht. Noch mehr Duschen. Die waren hier nur am Duschen und auf Toiletten. So, dann wollen wir mal hochgehen. Mal schauen, was es oben zu entdecken gibt. Ja, wie gesagt, eine Lost Place Eishalle hatte ich noch nie. Das ist mal was Neues. Snackbar. Da kriege ich doch schon wieder Hunger. Aber wahrscheinlich kriege ich da heute nichts zu essen. Wird heute wahrscheinlich geschlossen haben. Eieiei. Lecker Marshmallow. Ja, die liegen da auf dem Boden. Da liegen sie. Milch aber nicht. So, hier, was haben wir hier? Gucke, ist hier offen. Guten Tag. Ich wollte hier nur mal gucken. Könnte ja auch mal passieren, dass jemand hier ist. Ah ja, hier hat man jetzt den Blick
von oben auf die Eishalle. Ja, auch sehr schön. Gehen wir mal weiter. Da waren noch mehr Türen. Die Snackbar interessiert mich. Wer mich kennt, der weiß, dass ich immer Hunger habe. Okay. Hier sieht es aber auch aus. Hier hat jemand weihnachtliche Dekorationen liegen. Ja gut, trocken, windgeschützt ist es hier, aber hier fallen schon die Tapeten von der Decke. Aber solange es nur die Tapeten sind, ist das nicht ganz so schlimm. Das könnte jetzt die Snackbar sein, hier die Treppe hoch. Ja, könnte sein, dass das hier so die Snackbar war, wo man dann hier gechillt sitzen konnte und den Eisläufern zuschauen. Stelle ich mir schon irgendwie schön vor. Aber leider geschlossen. Ah, hier ist die Bar. Denn da sehen wir sie schon, die Bar. Ich kann mir das schon gemütlich hier vorstellen, dass man dann hier halt eben sein Schöppchen bekommen hat, eine Kleinigkeit essen konnte und konnte entsprechend eben den Eisläufern zuschauen. Schon interessant, mal gucken, was hier hinten. Vielleicht gibt es ja hier noch was. Aber wenn, dann schmeckt es wahrscheinlich eh nicht mehr. Na gut, das sieht eher alles andere aus, als ob es hier was gäbe. Ah, Wasserhahn ist auch schon weg. Also nicht mal Wasser gibt es hier. Aber man sieht auch hier so Kühlanlagen. Das muss alt gewesen sein hier. Na gut, hier waren die Plünderer schon. Die Kupferdiebe kennt man auch. Ja, und das war wahrscheinlich die Küche, wo Essen zubereitet wurde. Ja, ganz klar. Sieht man hier an den Starkstromsteckdosen. Hier wurde das Essen zubereitet. Pommes wahrscheinlich, was man halt eben so kennt. Noch mehr Elektronik. Da geht wieder eine Treppe runter. Nee. Keller mag ich nicht. Ja, und man sieht, hier wurden schon ordentlich Kabel entwendet. Also die Kupferdiebe. Auch das kennt man leider. Vandalismus mit Graffiti, Scheiben zerschlagen, Kupferdiebe. Das alles habe ich schon sehr oft in sehr vielen Lost Places erlebt. Aber wie gesagt, schade, dass man das so verkommen lässt hier. Ich stelle mir das hier so richtig urig, gemütlich vor. Sonntags morgens, Frühschoppe und die Eisläufer auf der Eisfläche. Oder wenn man das hätte umbenutzt als eine Rollschuhbahn, dass die Kinder Rollschuh fahren können und die Erwachsenen, die tun einfach was essen und was trinken. Ja gut, Toiletten muss man sich nicht angucken. Weiß jeder, wie das aussieht. Hier knirscht es auch so verdächtig. Aber immer Angst, dass irgendwo mal ein Boden einsackt. Ja, und hier auch sieht man, dass die Kabeldiebe ordentlich gewaltet hat. Denn man sieht hier überall aufgeschnittene Kabel, wo das Kupfer rausgeholt wurde. Ja, hier vermutlich war wohl eine Wohnung, wahrscheinlich Hausmeister. Man sieht nämlich hier auch eine Klingel. Und dann kommt man hier rein. Sweet Home steht an der Tür. Dann schauen wir doch mal. Ja, das ist ein Flur. Ein Bad. Badewanne, Toilette fehlt schon. Gut, gibt ja noch genug hier im Haus. Das könnte als Wohnzimmer gewesen sein. Auch hier waren die Kabeldiebe. Und hier ganz interessant. Ich mag das ja. Backstein. Und das ist nicht einfach eine Tapete. Nein, das ist wirklich Backstein. Denn man sieht das auf der Rückseite genauso. Und damit sind wir in der Küche. Ich würde mal sagen, Kochnische eher. Weil viel Platz ist hier nicht. Also, ich muss hier aufpassen. Das ist ja, ach je. Überall liegt hier der Gerümpel. Eine kleine Wohnung. Also nur ein Wohnzimmer, Schlafzimmer, kleine Küche und Bad. Ja, wahrscheinlich wirklich nur so eine Hausmeisterwohnung. Schon interessant. Ja, und hier kommt man dann halt wieder
ins Treppenhaus, wo ich vorhin hochkam. Das heißt, die Etage haben wir jetzt hier erkundschaftet. Das knirscht aber auch überall. Aber hier finde ich es eigentlich immer noch am spektakulärsten. Einfach diese große alte Eishalle. Phänomenal. Im Moment regnet es. Ich höre das am Plätschern. Aber ich habe ja hier ein Dach oben drüber. Also von daher kann ich nicht nass werden. Ich finde es einfach unheimlich interessant. Aber wie gesagt auch traurig, dass man nicht einfach sagt, okay, man hätte es umfunktionieren können. Wie schon erwähnt, für Kinder als eine Rollschuhbahn. Denn glatt genug ist die Fläche hier. Da hätte man also für Kinder wirklich fast ein Paradies bauen können. Ja, also viel gibt es jetzt hier so gar nicht zu sehen. Man kennt es ja, es ist halt eine Eishalle mit einer Tribüne. Aber schon irgendwie doch interessant. Ich muss mal schauen, hier vorne hatte ich eben, wo wir oben waren und ich aus dem Fenster geschaut habe, da war auch noch eine Tür. Da will ich doch auch noch mal gucken, wo es da reingeht. Kann aber sein, dass das auch wieder eine Toilette ist. Gibt es ja hier nicht so ganz so viele, außer gefühlte 2833. Da war ja noch eine Tür. Da will ich doch auch noch mal reinschauen. Aber man kam hier relativ leicht rein. Also hier war ja ziemlich alles offen. Aber überall liegen Kondomverpackungen rum. Hier schaut, da liegt zum Beispiel einer. Ja, also ich möchte nicht wissen, was hier abends los ist, wenn es hier dunkel ist. So, was ist das? Ach doch, hier war ich doch schon gewesen. Das waren doch die Umkleide. Aber da drüben war auch noch was. Und da will ich auch noch mal hin. Mal schauen, was es da noch zu sehen gibt. Hier also nochmal die Tribüne mit den Nummerierungen der Reihen der Eishalle. Interessant. Ja, hier hat man auch noch entsprechend zum Eishockey schöne Graffitis. Ich weiß nicht, wo ich hier hinkomme. Muss auch ein bisschen aufpassen. Mich würde ja mal interessieren, wie lange das hier schon geschlossen ist. Ich weiß nicht, was das alles da für komische Kabinen da sind. Ah, ganz klar, was das für Kabinen sind. Das waren die Kassen. Da waren die Kassen. Hier wurde also bezahlt. Das sind die Kassenkabinen. Okay, leuchtet ein. Da oben die Sprecherkabine. Da werfen wir auch mal einen Blick rein. Denke ich, da wird es zwar nicht so viel zu sehen geben, aber wir schauen mal rein. Nicht, dass der Stadionsprecher jetzt noch hier sitzt. Könnte ja sein, dass Verlängerung ist. So, die Tür ist offen. Ja, hier ist auf jeden Fall Verlängerung, weil hier wachsen nämlich schon Kräuter der Provence. Okay, also automatisch Verlängerung. So, ich würde sagen Abpfiff. Achso, wurde ja schon abgepfiffen. Ja, hier sieht es ja auch köstlich aus. Ja, hier konnte man dann sitzen. Und schön auch schauen hier. Sogar mit Telefonanschluss. Okay, gut. Strom, Steckdosen. Könnte ich mein Handy laden? Ja, nochmal der Blick von oben. Aus der Sprecherkabine auf die Eisbahn. Interessant. Hatte ich echt noch nie. Also das ist mal was Neues. Gut, also die Sprecherkabine war jetzt nicht so berauschend. Deswegen gehen wir wieder raus. Ich mache wieder die Tür zu, nicht dass es da kalt wird. Und dann schauen wir mal weiter. Puff. Klappe zu, Affe tot. Da hinten geht es jetzt nicht unbedingt wirklich weiter. Schauen wir mal, was hier unten noch gibt. Nochmal Toiletten. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Toiletten. Herren. Und bei den Damen ist schon quasi offen. Nun ja. Gut, aber Toiletten muss man sich jetzt nicht großartig angucken. Jeder weiß, wie eine Toilette aussieht. So, was haben wir denn hier? Kacheln, das können auch nur Toiletten oder Duschen sein. Ne, noch eine Dusche, noch eine Toilette. Eieiei, ich sag ja. Ich weiß ja nicht. Dann haben wir hier whatever. Momentane Müllhalde. Könnte vielleicht irgendein Technikraum auch gewesen sein.
Ja, hier sieht es aber auch gut aus. Also, ach Leute, dass ihr immer alles kaputt und vollmüllen müsst. Ja, liebe Freunde, das nun war das Video über diese Lost Place Eishalle. Schade, wie gesagt, dass es nicht genutzt wird für, insbesondere für Kinder, als Rollschuhbahn. Echt schade, vielleicht die Leute, die das zu verantworten haben, kommen vielleicht auf die Idee, dass es doch noch genutzt wird. Es ist ja überdacht, also von daher könnte man daraus durchaus noch was machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns bei einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut, ciao, euer Sven.